Ariados ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Gift, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Weberak. Ariados ist ein mittelgroßes, spinnähnliches Pokémon, das zwar 6 Beine besitzt, sich aber nur auf 4 fortbewegt. Farblich präsentiert es sich in Rubinrot, Schwarz, Gelb, Violett und Weiß. Der Kopf färbt sich dabei komplett rot, der Hinterleib ist sowohl rot als auch schwarz gehalten und am Verbindungspunkt von Kopf und Hinterleib ist ein dicker schwarzer Streifen zu sehen. Anschließend wechseln sich Rot und Schwarz je einmal als dicke Streifenmuster ab. Der Rest des Hinterleibes ist nur noch von roter Farbe, wobei in diesem Körperbereich noch 2 schwarze dicke Punkte zu sehen sind. Anschließend sind noch die Beine gelb-violett gestreift. Bei den 4 Beinen, die Ariados zum Laufen benutzt, liegt eine Farbkombination von 3 gelben und 2 violetten Bereichen vor. Und die beiden übrigen Beine sind mit einem gelb-violetten, gelben Muster versehen. Die Spinnenwarze ist gelb gefärbt, Horn- und Mundwerkzeuge dagegen weiß. Der Kopf hat eine längliche Form und auf der Stirn wächst ein verhältnismäßig langes und spitzes Horn. Die großen Augen sind ebenfalls länglich geformt und bestehen aus violetter Lederhaut und schwarzen Pupillen. Die beeindruckenden Mundwerkzeuge vervollständigen das Gesicht, das Hinterleib ist relativ groß und von dick-ovaler Gestalt, die 4 Beine sind bis zu einem Knick eher dünn und gewinnen ab diesem Punkt an Breite und die beiden übrigen Beine wachsen auf dem Rücken von Ariados und sind nicht abgeknickt. Am Ende des Hinterleibes ist die dicke Spinnwarze zu erkennen. Und in seiner Shiny-Form abschließend wirkt der Körper insgesamt heller, die roten Körperteile sind nun dunkelrosa gefärbt und die violetten Bereiche der Beine und die Augen erscheinen dagegen himmelblau. Ariados spinnt Fäden mit dem Hinterleib und mit dem Mund, was Ausgangspunkt zahlreicher Attacken ist. So werden Attacken wie Fadenschuss und Giftfaden nicht nur mit einiger Kraft eingesetzt, sondern auch so, dass sie den Gegner mit hoher Präzision treffen. Ausgedrückt wird die hohe Treffergenauigkeit in der versteckten Fähigkeit Superschütze, welche einige Exemplare besitzen. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass Volltreffer 50% mehr Schaden anrichten. Als spinnähnliches Pokémon nutzen Ariados die gleiche Präzision aus, um Gegner mit Spinnennetzen zu schwächen, was sich in den Attacken Klebenetz und Spinnennetz ausdrückt. Ariados besitzen 6 starke Beine, welche für den Einsatz diverser Attacken wichtig sind. Während die 4 Beine, mit denen sich Ariados auch fortbewegen, vor allem auch physische Attacken zuständig sind, wie zum Beispiel Gifthieb, Giftstreich und Umklammerung, nutzen Ariados die 2 Beine am Rücken vorwiegend für spezielle Attacken. Dabei schwingen die Beine am Rücken und befähigen Ariados dazu, Attacken wie Psychokinese und Nachtnebel einzusetzen. Neben der zuvor erwähnten Versteckenfähigkeit Superschütze können Ariados auch die Fähigkeiten Insomnia, welche Schlaf verhindert, und Hexaplager besitzen. Bei Exemplaren mit Hexaplager, die nur noch 1/3 oder weniger der maximalen Kraftpunkte besitzen, erhöht sich die Stärke von Käferattacken um 50%. Ariados sind nachtaktive, lichtscheue Pokémon. Das drückt sich vor allem dadurch aus, dass man sie nur an dunklen Orten wie zum Beispiel in der Omega-Höhle in Kalos oder nachts in anderen Regionen antrifft. Wenn Ariados nachts jagen geht, dann spinnen sie dafür keine Netze. Stattdessen befestigen sie einen Seidenfaden an gefundener Beute, um anschließend diesen Faden zu der Beute und deren Freunden zu folgen. Dennoch spinnen Ariados auch Netze, in denen sie leben. Obwohl Ariados Einzelgänger sind, findet man immer mehrere von ihnen an den gleichen Orten. Das gilt vor allem an der großen Population an Ariados in freier Wildbahn und ihre Bevorzugung von dunklen Lebensräumen. In Höhlen und Wäldern bevorzugen sie Decken und Wände bzw. Bäume als ihren Aufenthaltsort, an denen sie sich mit ihren hakenförmigen Krallen festhalten. Von dieser erhöhten Position beobachten sie alles ganz genau und falls sie Beute entdecken, stoßen sie sich mit ihren Beinen von dort ab und springen die Beute an. Auf diese Weise versuchen sie den Gegner zu überrumpeln. Dabei ist Ariados ein Pokémon der Stufe 1, welches sich aus Weberak entwickelt und damit auch die Endentwicklung dieser Evolutionsreihe. Bei dieser Entwicklung ändert sich die Hautfarbe oder die Hauptfarbe des Pokémon von grün in rot und die Streifen auf den Beinen von gelb-schwarz in gelb-violett.
Das zuvor rote Mundwerk ist nun weiß und zwei der sechs Beine des Pokémon befinden sich nach der Entwicklung am Rücken. Ariados ist circa doppelt so groß und viermal so schwer wie seine Vorentwicklung und in den Spielen der Hauptreihe wird diese Entwicklung dabei auf Level 22 ausgelöst. Mit seinen Typen nimmt es Viertelschaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Gift-, Käfer- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug-, Psycho- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.